Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Die Finsternis in Tristram hat begonnen. Es ist soweit. Der BTR ist gestartet und wir werfen jetzt mal einen exklusiven Blick auf diesen Anniversary Dungeon. Was erwartet uns da? Wie sieht das Ganze aus und wie wurde das Ganze in Diablo 3 hinzugefügt? Also wie wurde denn das Ganze implementiert? Zuerst mal, es gibt jede Menge Erfolge wieder. Das ganze Event, ich sage jetzt mal gezielt dazu, es ist wie ein Event, ist zeitbegrenzt, wird also somit nur im Januar verfügbar sein und dort könnt ihr natürlich jede Menge Erfolge machen oder genauer gesagt euch diverse Erfolge holen. Am Ende werdet ihr dann mit einem neuen legendären Sockel belohnt. Mal vorweg, ihr könnt diesen Anniversary Dungeon mit jeder Klasse spielen. Wie ihr seht, ich habe hier alle meine Chars. Entscheide mich mal für den LTK-Monk, einfach aus dem Grund, der ist mitunter am besten gegiert. Wähle gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad, was ja aktuell Qual 13 ist. Und dann wird mal hier der ganze Spaß direkt gestartet. Den Anniversary Dungeon selbst könnt ihr jederzeit betreten, eben in der vorgegebenen Zeit. Dazu müsst ihr hier nichts extra installieren oder starten, sondern ihr startet einfach ganz normal ein Game, egal ob jetzt im Abenteuermodus oder im Story-Modus, und könnt diesen dann in Akt 1 auch direkt auswählen. Also ich möchte euch mal zeigen, ihr geht hier auf die Karte, Akt 1, und dort seht ihr schon so ein rotes Symbol, dort befindet sich das Ganze. Also da müssen wir uns einfach nur hin teleportieren und dann startet auch schon gleich, nachdem wir das Portal gefunden haben. Also ihr müsst hier auch dementsprechend ein Portal finden, also wir laufen jetzt hier ein bisschen nach unten, ist jetzt kein weiter Weg. Wird nach unten gelaufen, dann haben wir das Portal, da gehen wir rein und dann befinden wir uns in diesem Event. Das Ganze könnt ihr auch kaum übersehen, denn ihr seht ja schon, es ändert sich ein bisschen das Interface, also es wird alles in diesen Retro-Look gepackt und dann können wir hier das Abenteuer beginnen. Mal vorweg, das habt ihr in den letzten Videos auch schon gesehen, das Ganze hat jetzt hier 16 Ebenen, das bedeutet also, wir müssen hier uns durch diverse Monster kämpfen natürlich und auch durch diverse Bosse, alte Bosse oder auch bekannte Bosse wie zum Beispiel den Skeleton King, welche hier in diesen Anniversary Dungeon auch zu finden sein werden. Von den Items her selbst, das ist ja immer so eine Frage, die oft gestellt wird, droppen hier andere Legendaries oder sonstiges? Nein, es ist in das Diablo normal inkludiert worden, bedeutet also, ihr könnt hier ganz normal farmen, es droppen hier auch eure Set-Gegenstände und so weiter. Es ist einfach nur eben ein separates bzw. ein anderes Gebiet eben mit dem diversen Look. Also die Monster, das sieht natürlich alles anders aus. Der Schwierigkeitsgrad, soweit ich das gesehen habe, skaliert eben mit. Wenn das Ganze auf Qual 13 macht, haben die Monster dementsprechend viel HP und machen auch dementsprechend viel Schaden. Von der Bewegung her, das ist ein bisschen ungewohnt, wie ihr seht. Also vom Movement her ist das Ganze eben ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Aber man kommt eben schnell in das Nostalgie-Feeling. Also man kommt da wieder schnell rein und farmt eben weiter. Und was ihr auch gesehen habt, sobald ihr den Ruhestein nützt, seid ihr auch wieder in dem normalen Diablo 3. Also es ist schon ein gezielt, oder sagen wir so, es wurde schon gezielt hinzugefügt. Es ist eben nur in Erinnerung an den Geburtstag, sage ich einfach mal, von Diablo, kann man hier so ein paar Schritte zurückgehen und dementsprechend hier diesen Dungeon erkunden und damit auch hier die Explosionen habt ihr gerade gesehen, also die Nemesis-Armschienen, die Items haben alle noch ihre ganz normale Wirkung, hier droppt auch gleich ein grünes, es sieht eben nur etwas anders aus und es ist eben auch vom Aufbau her vom Dungeon ist das Ganze ein bisschen anders. Das Ganze kommt jetzt dann mit Patch 2.4.3. Des Weiteren soll auch schon der neue, das habe ich noch nicht getestet, aber soll auch schon der neue Greater Rift Algorithmus aktiv sein. Bedeutet also hier höhere Mobdichten in den Rifts, das Ganze soll schon funktionieren. Das werde ich dann bei Gelegenheit mal testen, dann sehen wir das, wie sich denn das Ganze so macht, beziehungsweise ob es auch wirklich stimmt, dass wir dann mehr oder weniger in den großen Nephalem-Portalen keine leeren Rifts mehr haben, also dass man da hier auch wirklich schön durchfarmen kann. Da bin ich schon mal gespannt, aber ich wollte euch jetzt gleich mal vorweg eben diesen Anniversary Dungeons
zeigen für alle, die sich nicht die Mühe machen, den BTR runterladen und so weiter, wie denn das Ganze so aussieht. Ich spiele jetzt nicht alle 16 Ebenen durch, das mache ich dann nochmal separat, auch für die diversen Bosse, denn wie schon gesagt, dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad mitskaliert, müsst ihr da schon ein bisschen aufpassen. Also vor allem, wenn ihr jetzt Hardcore spielt, wenn ihr die Effekte und so seid ihr ja alle noch nicht ganz so gewohnt, da nicht, dass sich da ein neuer Char ablegt. Also da müsst ihr ein bisschen ein Auge drauf haben. Also es zahlt sich sicher aus. Ihr könnt ihn ja beliebig oft durchspielen. Da zahlt es sich sicher aus, vielleicht zuerst mal im Softcore oder mit einem Schwierigkeitsgrad, der ein bisschen niedriger ist, das Ganze durchzuspielen, bevor man dann hier vielleicht auf Hardcore geht und das Ganze höher riskiert. Ich schaue nochmal in die Erfolge, ihr habt es gerade gesehen, also da gibt es natürlich jede Menge zu entdecken und noch viel mehr zu killen in diesem Anniversary Dungeon. Wenn wir das alles gemacht haben, dann gibt es dementsprechend, ich glaube, es gibt eine Flagge und es gibt einen neuen Porträtrahmen, welchen man eben nur zeitbegrenzt im Januar bekommen kann. Also das ist etwas, also ob ihr es jetzt mögt oder nicht, lasse ich mal offen, das lasse ich mal euch überlassen, ob es euch gefällt oder nicht, aber ein-, zweimal solltet ihr ihn auf jeden Fall durchspielen, alleine um eure kosmetische Abteilung, also um allein hier die Sachen zu haben und die dann dementsprechend auswählen zu können. So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Switch, was ich vorhin sagte. Wenn man jetzt uns hier praktisch, wir töten ein paar Monster noch, und wenn wir uns jetzt hier raus teleportieren, dann wirft uns das ganz normal wieder ins Diablo 3. Wir könnten theoretisch gesehen auch wieder zurückgehen und damit ist dann alles beim Alten. So, von das war jetzt ein schnelles und sehr kurzes Preview. Das Ganze gibt es natürlich dann ausführlicher in einem späteren Video und wenn ihr mal vorbeischauen wollt, würde mich freuen auf twitch.tv/jessywalks. Da wird der BTR gestreamt und dort schauen wir uns auch die neuen Legendaries an.